Einen wundervollen guten Morgen, liebe Männers und Mädels, Technikinteressierte. Herzlich willkommen im Nagelstudio und zum zweiten Teil unseres Technik-Erklärbär-Videos. Und zwar, oh, was ist das denn hier? Warum läuft denn hier mein Stift total aus? Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Erklärbär-Videos. Technik, Gemischaufbereitung unserer Otto-Motoren, unserer Otto-Viertaktmotoren. Herzlichen Dank für die rege Anteilnahme an dem ersten Video, welches ich gemacht habe. Und ich möchte auf einige Sachen noch ein kleines bisschen eingehen bzw. ergänzen, was da auch drunter geschrieben wurde. Ich habe jetzt leider, verzeiht mir bitte, ich habe leider die Namen, die das geschrieben haben, jetzt nicht mehr im Kopf. Da müsste ich jetzt erst nachgucken, aber ich bin ja immer ein wenig unorganisiert. Ihr wisst es ja, ne? Okay, also es war eine Sache und er sagte, oh super, danke, dass ich das jetzt verstanden habe mit dem Duty Cycle und dass der Druck quasi, wenn die Motorumdrehung rum ist und die Düse offen bleibt, dass der Druck dann runtergeht. Ne? Und genau das stimmt eben so nicht. Da steigen wir jetzt erstmal komplett mit ein. Also ich gehe jetzt erstmal auf die Kommentare so ein bisschen ein. Ne? Und bei dem Duty Cycle, den möchte ich sowieso jetzt etwas umdeklarieren. Ein anderer hat geschrieben, der ist auch nochmal ganz genau erläutert, der hat das, was ich gesagt hatte im ersten Video, auch sehr, sehr schön ergänzt. Und zwar, ich habe ja gesagt, Duty Cycle 20 Millisekunden, ne? Und das heißt nicht Duty Cycle. Duty Cycle ist eigentlich insgesamt der Zyklus der Einspritzung. Also man müsste dann ganz genau sagen, wenn man es genau machen will, DCY 100%. Also wenn die 100% des Zyklus überschritten sind, erst dann bleibt die Düse offen stehen und es kommt dann gegebenenfalls bald zum Magerlauf, ne? Und deswegen, wir machen dieses Duty Cycle, dieses DCY, das ist auch ein bisschen kompliziert, DCY, Duty Cycle 100% sind absolute, vollständige Öffnung des Einspritzventils. Das hat ja auch einer gesagt, ich soll nicht immer Düse sagen, ne? Natürlich, richtig. Das ist keine Düse, es ist ein Einspritzventil. Eine Düse ist einfach nur eine Düse, eine Verjüngung von einer Leitung. Das ist eigentlich quasi eine Düse, wie bei der KI-Tronik. Die KI-Tronik zum Beispiel hat Einspritzdüsen. Wir haben natürlich bei unseren elektronisch angesteuerten Benzineinspritzanlagen immer Ventile, Einspritzventile und keine Düsen. Das war auch fraglich. Ich weiß nicht, was hier ist mit meinem Stift los. Ich habe die letztens so gelobt und hier läuft die ganze Zeit die Suppe raus. Was habe ich denn da falsch gemacht hier? Mann, Mann, Mann. So, ja, okay, das ist DCY 100%. Vergessen wir. Wir wollen das mal vereinfachen. Und wir wollen das nicht mehr DCY nennen, weil da kommen wir ja ganz oft noch drauf zu sprechen. Sondern wir machen daraus einfach nur DA, Düsenauslastung. DA, Düsenauslastung, 100%. Da reden wir drüber. Ne? Und das vereinfacht so sehr. Also, aber ich habe das, wie gesagt, der eine hatte das nochmal ergänzt und der, ich sagte, 3 Millisekunden im Standgas wird eingespritzt und maximal 20 Millisekunden bei Vollgas. Und ich habe gesagt, dass sich das quasi überschneidet, wenn wir jetzt hier wieder hier so ein Kennfeld aufmalen, so eine Art Kennfeld, irgendwie hat der Stift hier eine Macke, ein Kennfeld aufmalen, dann haben wir hier wieder die 3 Millisekunden, die Einspritzzeit, die generell so im Standgas passiert. Und hier oben haben wir natürlich hier wieder die, sagen wir mal, die 18 Millisekunden, ne? Und das ist hier 18 Millisekunden, 20 Millisekunden bei 6000 Umdrehungen. 6000 Umdrehungen, UPM, sind Düsenauslastung 100%, 20 Millisekunden. Ne? Deswegen die Kennfelder gehen nur auf 18. Hatte ich letztens schon erklärt, dieser Stift ist irgendwie ein Arsch. Ich habe gedacht, diese Whiteboard-Marker hier, die sind echt geil. Ne? Made in China, habe ich gestern erst drüber geredet. Ne? So, Leiste hoch. Und hier oben, wie gesagt, hier oben sind 18 Millisekunden, das hatte ich ja schon gesagt. Und das ist eben jetzt hier dieses Problem, wo sich das hier nachher so überschneidet. Ne? Also wir haben hier im Standgas ungefähr 150 Millisekunden Zeit einzuspritzen. Wir brauchen aber nur 3 Millisekunden, weil wir im Standgas natürlich ganz, ganz wenig Kraftstoff brauchen und haben aber ganz, ganz lange Zeit einzuspritzen. Hier 150 Millisekunden so ungefähr. Und hier bei Vollgas, da haben wir eben nur 20 Millisekunden Zeit einzuspritzen. Und brauchen natürlich sehr viel Kraftstoff, also wenig Zeit und brauchen mehr Kraftstoff. Ey, dieser Stift ist voll in Arsch, glaube ich, nehme mal diesen. Das ist ja ein Mist. Das taucht ja gar nichts. Warum laufen diese Stifte denn aus? Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Nee, der ist kaputt gegangen. Deswegen 3 Millisekunden Standgas, 18 Millisekunden Vollgas und wie gesagt, das überschneidet sich hier eben sehr. Ne? Wir haben hier eben halt, hier haben wir irgendwie Düsenauslastung von, sagen wir mal, was weiß ich, 2%.
Und hier oben sind, haben wir diesen Ausgang bei 18 Millisekunden von, keine Ahnung, sagen wir mal 95%. Ne? Und die 100% Düsenauslastung, DA, was damals Duty Cycle war, wo ich das noch erkläre, das lassen wir jetzt auf Düsenauslastung 100% stehen, ist einfach besser zu erklären. Ne? So, jetzt geht es aber ins Eingemachte. Und zwar, warum ist denn das überhaupt so? Warum können wir denn beim Direkteinspritzer nur 6 Millisekunden einspritzen und oder 5 oder 7 Millisekunden so ungefähr und beim Saugereinspritzer so lange? Das will ich euch jetzt ganz genau erklären. Also hier haben wir ja unseren Motor nochmal im Querschnitt und die Motorumdrehung. Ne? Bei Volllast macht die Kurbelwelle 6000 Umdrehungen und die Nockenwelle nur 3000 Umdrehungen, also halb so viel. Ne? Und wir haben ja nur, ich male jetzt hier mal den Kreis auf, wir können bei einem Saugrohreinspritzmotor, nehme ich jetzt den anderen Stift hier, können wir eigentlich fast die komplette Motorumdrehung einspritzen. So, rot machen wir jetzt mal den, male ich denn das hier, MPI. Also es ist sehr laienhaft erklärt. Ich könnte noch weiter ins Detail gehen, nur es bringt einfach nichts, es ganz genau bis ins kleinste Detail zu erklären, weil die schwere Kost dann auch wirklich schwer bleibt. Aber ich möchte es ja relativ einfach erklären, damit man es leicht versteht und jeder auch sich versinnbildlichen kann, diese ganze Geschichte. Ne? So, das ist die komplette Motorumdrehung hier. Ne? Das sind 360 Grad, ist klar. So, 360 Grad, 360 Grad, dann ist der Motor einmal rum. Und das mal zwei. Der MPI-Motor kann jetzt während dieser gesamten Motorumdrehung faktisch komplett einspritzen. Also das ist jetzt im Prinzip nicht so das Problem. Das kann der eigentlich fast, weil im Prinzip ist es egal, ob das Einlassventil offen ist oder ob das zu ist. Sollte das Einlassventil noch zu sein, spritzt das einfach hier ins Saugrohr und es wartet bis zum nächsten Ansaugtrakt und zieht den Kraftstoff dementsprechend da weg. Und so haben auch die ersten Einspritzanlagen und natürlich auch die Vergaser funktioniert. Ne? Dann frage ich, wo habe ich denn meine mattschwarz lackierte Gewindestange? Die will ich erstmal schnell holen. Moment. So, manchmal lackierte Gewindestange geholt. So, damit geht's weiter. Ne? Wir müssen jetzt auch ein bisschen darauf eingehen, welche Generation der Gemischaufbereitungen im Benzin und auch beim Dieselbetrieb wir denn so haben jetzt. Ne? Also das ufert ein bisschen aus. Trotzdem wichtig zu wissen. Ne? Also hier haben wir noch eine ganz einfache schematische Zeichnung des Vergasermotors. Ne? Wir sehen jetzt hier unseren Querschnitt vom Motor, Kolben, Laufbuchse, Einlassventil, Auslassventil. Und hier oben ist der Vergaser und das haben die wundervoll gemacht hier oben und hier ist eine Venturi-Düse. Ne? Hier wird quasi ein Unterdruck erzeugt, der Kolben geht nach unten, hier wird der Unterdruck erzeugt und hier wird Luft gezogen, hier wird Luft angesaugt und durch den Bypass, hier ist eine Verengung, durch diesen Bypass entsteht hier ein Venturi-Effekt und da kann dann dementsprechend der Benzinkraftstoff eingesaugt werden und sich hier mit dem Sauerstoff vermischen und dann haben wir hier ein brennbares Luft-Kraftstoff-Gemisch und das kann dann hier im nächsten Akt verdichtet werden und dann verwandt werden, ausgestoßen werden. Vier Takte hatten wir. Das ist jetzt dieser ursprüngliche Vergasermotor. Ne? Da hat man jetzt aber gesagt, ja okay, wir haben jetzt hier natürlich bei diesem Vergasermotor durch diese Venturi-Düse nur so eine Tröpfchenbildung. Die Tröpfchen, die sind so ziemlich grob und es ist auch insgesamt sehr, sehr, sehr ungeregelt. Wie können wir denn das verbessern? Die nächste Weise war dann, dass man hier quasi einfach einen Luftbypass zugeführt hat. Ich kann ja hier mal ein bisschen auf rummalen, das ist ja nicht schlimm. Man hat hier einfach einen Luftbypass. Das waren die ersten Lambda geregelten Vergaser dann. Ich kann mich erinnern, der Golf 2, der hatte noch diesen Pierbock 2E Vergaser, dann kam der Pierbock 2EE Vergaser und so. Und die gab es dann die erste Zeit auch schon mit einer Lambda-Sonde. Und die haben hier einfach einen Luftbypass irgendwie in den Vergaser mit reingemacht, dass man quasi jetzt hier unten eine Leitung gemacht hat. So machen wir es heute bei der Lambda-geregelten Venturi-Anlage übrigens auch. Und man hat jetzt hier in den Auspuff eine Lambda-Sonde reingebaut. So, da hat man hier ein kleines ECU schon reingebaut. ECU reingebaut. Und dann konnte man hier die Lambda-Werte erfassen. Und hier hat man sowas ähnliches wie so ein Bypass-Ventil gehabt, was man elektrisch ansteuern konnte. So, hier. So. Ganz blöd gezeichnet. Ne? Und jetzt konnte ermittelt werden, Lambda-Sonde
1 Volt, der Motor läuft zu fett, ich mache den Bypass hier auf, er kriegt zusätzlich hier noch Kraftstoff mit rein. Oder wir haben 0 Volt, ihr erinnert euch an die Sinuskurve im vorigen Video, wir haben 0 Volt und der geht zu und ich kriege hier keinen zusätzlichen Sauerstoff mit rein. Er wird dann ein bisschen fetter. Bei 0 Volt ist er zu mager, dann muss er mehr Kraftstoff kriegen, also mehr Kohlenwasserstoffmoleküle in den Sauerstoffvorrat rein, den er hier hat. Ist er zu fett, hat er zu viele Kohlenwasserstoffmoleküle und er kann über die Lambda-Sonde hier das über diese Sinuskurve auslesen und kann dann Bypass hier quasi zumachen. Das waren so die ersten geregelten Vergasersysteme. Ne? Hat alles schon ganz gut funktioniert. Wir hatten dann auch eine Lambda-Regelung soweit und ging dann schon. Problem ist beim Vergaser nur immer noch, wir haben immer noch eine ziemlich grobe Tröpfchenbildung. A. Und B haben wir natürlich auch die Schubabschaltung. Ne? In dem Moment, wo man beim Vergaserauto, wenn man, keine Ahnung, 150 gefahren ist und man geht vom Gas runter und lässt das Auto ausrollen, dann hat man ja immer, die Drosselklappe ist zwar zu, aber wir haben immer noch den Kraftstoff vom Standgas so weit, so gut. Okay, die haben auch einen Schubabschaltventil nachher da reingebaut, aber es hat auch alles nicht so doll funktioniert. Im Standgas und noch ein bisschen mehr, weil ja die Motorumdrehung auch höher ist. Also da war das mit der Schubabschaltung gar nicht so einfach. Ne? Und die Tröpfchenbildung war, wie gesagt, zu groß. Und dann kam die nächste Generation und zwar die Simultaneinspritzung. Bei VW hieß die Digifund und andere Hersteller, wisst ihr jetzt auch, ist aber Quatsch, ich will jetzt den Rahmen sprengen. Digifund, Simultaneinspritzung und zwar ist dann hergegangen worden. Ich zeichne mal den Motor hier von der Seite. Hier mit dem roten Stift auch, kann man wahrscheinlich ganz gut sehen. So ein Motor von der Seite. Hier haben wir Einzylinder, Zweizylinder, Dreizylinder, Vierzylinder. Hier haben wir die Einlasskanäle, Einlassrohre, 2, 3, 4 Einlasskanäle. Hier oben ist Einlassventil, was weiß ich. Ne, ihr wisst ja, was ich meine. Ne? Meine technischen Zeichnungen sind ganz perfekt. Aber man ist hierher gegangen und hat jetzt hier, anstatt diesen Vergaser, hat man hier eine Benzindüse reingemacht, da, da und da und hat die alle nur über 2 Kabel, einmal Plus, einmal Minustaktung, hat man die einfach komplett, wie male ich denn das jetzt? Scheiße, falsch gemalt, na egal, so, einfach nur ganz normal angesteuert, 1, 2, 3, 4 mal Plus drauf. Und man ist hier auch nochmal auf viermal auf Minus gegangen. Ne? So, ein bisschen weiter malen hier. Mein Gott, das sind ja geile Zeichnungen, die ich hier mache. Ne? Das war der sogenannte Simultaneinspritzer. Wir haben 4 Einspritzventile. Ich rede jetzt immer nur vom 14er Motor. Natürlich ist es beim 6- und 18er Motor im Prinzip genau gleich. Aber um das hier zu vereinfachen, das müsst ihr ja noch viel mehr malen und alles. 14er Motor ist einfacher zu erklären. Das ist der sogenannte Simultaneinspritzer. Der hat einfach nur aufgemacht. Alle 4 Einspritzdüsen haben gleichzeitig eingespritzt und der Kraftstoff hat hier einfach vorgelagert, bis der betreffende Zylinder sich dann eben halt seinen Kraftstoffluftgewisch weggezogen hat. Ne? Ganz einfach. Das war dann schon eine wesentliche Verbesserung. Man konnte dann ja auch ins ECU gehen. Auspuff. Mache ich jetzt schwarz. Auspuff. Ruß ist immer schwarz. Beim Gas natürlich nicht. Beim Benzin schon. Dann konnte man hergehen, hat hier den Auspuff genommen. Ja, Auspuff genommen. Hier hat man den Cut reingebaut, Monolith. Cut. So, hier hat man die Lambda-Sonde reingebaut. So, Lambda-Sonde. So, da ist man hier, hat man hier ein Kabel dran gemacht. Dann das ein Kabel war nur Regelsignal. Dann kamen die zweipoligen Lambda-Sonden, die hatten dann nochmal extra Masse mit drauf. Dann kamen die beheizten Lambda-Sonden, dreipolig, vierpolig. Und die fünfpoligen Lambda-Sonden sind Breitband-Lambda-Sonden, sind ein anderes Thema. Und dann ist man hierher gegangen mit dem ECU und konnte das einfach schon über einen ECU, konnte man das einfach schon über den Kennfeld regeln. Ne? Da sind hier quasi, sagen wir mal, beziehen wir uns mal wieder auf den Standgas. Ne? Hier 3 Millisekunden im Standgas bei 1 Volt. Bei 1 Volt. Und dann hat er gemerkt, oh, ich bin ja viel zu fett. Ich erzeuge ja in der Lambda-Sonde hier 1 Volt. Ich muss magerer machen. Und dann ist der nachher dann über die Sinuskurve ist er dann quasi runtergegangen, sagen wir mal so auf 2,8 Millisekunden oder so. Und dann ist der mager geworden und dann ist die Sinuskurve, man kann ich ja auch nochmal aufmalen,
Sinuskurve unten, Sinuskurve oben. So, hier 1 Volt, habe ich letztens alles schon aufgezeichnet, hier ist 0 Volt. Und dann ist der hier auf 0 Volt gegangen in der Sinuskurve. Dann hat das Steuergerät gleich gesagt, oh, ich werde hier zu mager, ich muss hier auf 2,9 Volt gehen, auf 2,9 Millisekunden gehen, damit ich hier wieder hochkomme. Ne? Und das war der geschlossene Lambda-Regelkreis. Ganz einfach. Da wurde einfach hier im Steuergerät schon gesagt, hier mehr einspritzen, weniger, mehr einspritzen bei 0 Volt, weniger einspritzen bei 1 Volt. Und das war der geschlossene Lambda-Regelkreis. Das waren so die ersten Multipoint-Einspritzanlagen, aber noch nicht sequenziell, sondern die haben simultan gearbeitet. Alle gleichzeitig. Ne? Ja gut, dann gab es die KI-Tronik noch, das war dann auch so eine tolle Idee von Bosch dann, die sind dann quasi über den Stauscheibenpoti, ist dann ein Stauscheibenpoti aufgezogen worden und dann über den Kraftstoffdruck, der hinten kam, haben die ganze Zeit permanent eingespritzt. Ne? War keine besonders schöne Regelung. Es gibt viele KI-Tronik-Fans, so schlecht ist er auch nicht, aber da möchte ich nicht näher drauf eingehen, weil sie ist, keine Ahnung, sie ist ja auch irgendwie 10 Jahre gebaut worden, aber sie war auch sehr, sehr anfällig und der Kraftstoffverbrauch war auch sehr, sehr hoch. Ne? Das ist jetzt aber jetzt nicht so wirklich unser Thema. Ne? Okay, das waren jetzt die, das war jetzt hier die Digifant. Simultan Digifant-Einspritzer. Ich beziehe mich jetzt hier auf VW. Ne? Jetzt können wir das hier oben wegmachen. Dann kam die nächste Generation der Einspritzanlagen. Ein bisschen wegwischen hier. So, da wurde jetzt hier dann schon sequenziell gearbeitet. Zylinder 1, 2, 3, 4 und dann kam hier dann auf einmal Minus. Plus. Minus. Diese Stifte, die weiß nicht, ob das so doll ist hier. Plus. Minus. Plus. Minus. Und Plus. So. Das war die nächste Generation, unsere Multipoint-sequenzielle Benzineinspritzanlage, wie wir sie quasi bis heute bei unseren Fahrzeugen vorfinden, außer Direkteinspritzer. So ein paar Multipoint-MPI-Saugrohr-Einspritzanlagen gibt es noch heute. Ne? Und sind, wie gesagt, auch besser, sind ja unsere Lieblinge. Die Anlage ist wirklich gut. Das wurde natürlich dann immer mit der Bosch ME so und so 1.0, 1.1, 1.2, ne? Keine Ahnung, wo wir heute sind, bei 12 oder sowas, keine Ahnung. Immer ein kleines bisschen verbessert, in Kleinigkeiten geändert und was nicht alles. Ne? Hat sich aber groß nicht viel geändert. Ne? Mit dem Kraftstoffdruck ist dann nachher noch viel passiert. Möchte ich jetzt aber auch nicht näher darauf eingehen, würde jetzt den Rahmen dieses Videos sprengen. Kommen wir aber auch später nochmal zu. Ne? Kraftstoffdruck hat man da, wie gesagt, immer gleich. Ne? Sagen wir mal so um die 5 Bar. Oder eben halt im Standgas 3 Bar. Das wurde dann über so eine Rücklaufverengung, über Saugrohrdruckerfassung, über MAP wurde das dann geregelt, dass er im Standgas 3 Bar hat und bei Volllast dann 5 Bar. Ne? Oder vielleicht auch 6 Bar. Mhm. Wurde das dann geändert. Und dementsprechend konnte man ja hier ins Kennfeld dann rein und konnte man hier ein Kennfeld schon mal richtig schreiben. Ne? Quasi also ein Feld, wo man sagt, jawohl, ich habe über die Lasterfassung habe ich ein Feld, wo der jetzt hier im Standgas läuft und hier bei Vollgas läuft. Und hier kann ich ihm sagen, jetzt hier 3, 3, 3, 3, 4, 4, also jetzt ganz grob gesagt, ne, 5, 6, ne, dann geht das hier immer weiter, hier weiter, da weiter, also hier ist jetzt Standgas, hier ist Volllast, gibt eine Linie und das gibt ganz viele kleine Felder. Das ist ein Kennfeld, wo dann diese Zahlen drin stehen. Da konnte man hier das abprogrammieren, so bis 18 Millisekunden hoch ungefähr. Ne? Das ist dann ein Kennfeld. Und da geht der Chip-Tuner natürlich auch her und ändert das hier, wenn ihr euer Chip-Tuning haben wollt. Beim Saugmotor macht es natürlich nicht viel Sinn, einfach jetzt hier die Einspritzzeiten zu verändern. Beim Turbofahrzeug sieht es anders aus. Da kann man den Ladedruck höher machen und dann dementsprechend auch den Kraftstoff höher machen. Ne? Wo wir auch schon beim nächsten Punkt sind. Ganz viele Chip-Tuner, ich sehe das bei manchen Autos, die sind weit über die maximale Düsenöffnungszeit programmiert. Ne? Also über die
Düsenauslastung 100%, Duty Cycle 100% drüber programmiert. Und das ist natürlich dann ein Problem, erkläre ich aber jetzt auch gleich nochmal. Ne? Wie gesagt, das Rennfeld, und so konnte man das natürlich schön programmieren. Das hat natürlich jetzt, hier ging das nicht. Ne? Das ging bei der Digifant-Anlage oder auch bei der vollsequenziellen MPI-Anlage ging das dann nachher über den Rennfeld zu machen. Das war dann schon sehr, sehr schön. Ne? Der Unterschied zwischen der Digifant und der vollsequentiellen MPI-Anlage ist aber, dass die natürlich, weil der bei jedem Akt, wo er einspritzt, alle vier Düsen gleichzeitig auch viel, viel kleinere Benzindüsen braucht. Und deswegen haben wir uns bei den Digifant-Anlagen haben wir auch beobachtet, dass die im Standgas auch so bei 3 Millisekunden laufen und bei Vollgas auch hier nur so bei 6 bis 7 Millisekunden laufen. Ne? Aber auf die Digifant möchte ich jetzt auch nicht so viel drauf eingehen, weil die eigentlich relativ uninteressant ist, weil so viele Autos gibt es da nicht. Ne? Der Passat 2e Golf GTI mit 115 PS, Golf 3 GTI mit 115 PS, VW T4 5-Zylinder, VW T4 4-Zylinder, was denn noch, so ein paar Renault Laguna und so ein paar Autos, die hatten auch teilweise, achso, das wollte ich jetzt auch noch anmerken, die sind alle minus getaktet hier, also hier sind die alle getaktet. Hier liegt eigentlich so ungefähr Klemme 15 drauf, auf dem roten, immer 15 auch gebündelt. Und hier sind die alle minus getaktet. Es gab ein paar plus getaktete Motoren von PSA, aber sind auch nicht der Rede wert, dass man halt so näher drauf eingeht. Ne? Ja, das ist jetzt, wie gesagt, unser Vorteil beim Saugrohreinspritzmotor, dass man quasi über die komplette Motorumdrehung im Prinzip einspritzen kann und er sich den Kraftstoff einfach nur wegholt, wenn er halt im Ansaugtrakt sich befindet. Ne? Das geht natürlich bei den Direkteinspritzmotoren nicht. Ich mal alles hier wegmachen, dass ich wieder Platz zum Malen habe. Bei dem DI sieht das ein bisschen anders aus. Da haben wir auch unsere Motorumdrehung. 360x2. So, da können wir nur in einem ganz kleinen Bereich, ich male das jetzt nicht so ganz genau ein, da können wir nur so einen ganz, ganz kleinen Bereich einspritzen. Ne? So, sagen wir mal hier, der rote Strich hier unten, um das besser zu versinnbildlichen, sagen wir mal, sind 18 Millisekunden. Ich sage jetzt nur bei Vollgas, ne? Und hier sind es irgendwie nur 6 Millisekunden, weil genau wie beim Diesel kann man nur einspritzen in dem Moment, wo der Kolben sich in der Kompressionsphase befindet. Also kurz vor dem Zünden, konnte man das, ja, kurz vor dem Zünden. Nur wenn der Kolben sich in der Kompressionsphase befindet, konnte man hier einspritzen. Ne? Nachteil, dass es nur so kurz geschieht. Vorteil ist, man kann damit einen sogenannten Schichtladebetrieb verwirklichen. Ne? Man wollte bei dem Benziner im Prinzip dasselbe machen wie beim Diesel. Und zwar wollte man in der Aufwärtsbewegung, in dem Verdichtungstakt, wollte man dann den Kraftstoff einspritzen und man kann dann früh zünden und man kann dann in dem Moment aber auch hergehen und sagen, ich mache jetzt hier einen kleinen Vorschuss an Kraftstoff, lass den entzünden und dann kann ich in der Explosion, in der Abwärtsbewegung des Kolbens zum Beispiel noch einmal oder mehrfach einspritzen, um den Kraftstoff einfach besser und effizienter zu nutzen oder insgesamt auch magerer zu machen. Ne? Lambda 1, 17,4 zu 1 ist ja stöchiometrische Luft-Kraftstoff-Verhältnis und man wollte dann da drunter gehen. Man wollte also noch weniger Kraftstoff, mehr Sauerstoff, man wollte magerer gehen, um halt Kraftstoff zu sparen. Und das konnte man natürlich die Verbrennung effizienter nutzen, indem man hier einen Schichtladebetrieb stattfinden lässt und das ganz genau, sich ganz genau anguckt, wie findet diese Verbrennung statt und man in diesem Verbrennungsakt den Kraftstoff dann nochmal nachschiebt, damit also die Verbrennung noch wesentlich effizienter gestaltet wird und. Ne? Da ist man näher hergegangen, so irgendwie, keine Ahnung, Mitte der 90er, so ich glaube, es hat so 5, 6, 97 angefangen, da ist man näher gegangen und in den Magerbetrieb ist man dann reingegangen und wollte eben halt ganz wenig Kraftstoff, viel Sauerstoff, funktioniert auch, kann man mitfahren, kann man viel Sprit sparen. Man hat aber mit den Stickoxiden noch nicht gerechnet. Ne? Das ist ja gerade das, was ich erzählt habe, umso magerer eine Verbrennung stattfindet, umso höher sind die NOx, also die Stickoxide. Und das ist natürlich auch nicht gut und sehr umweltschädlich. Zu fett die Verbrennung haben wir zu viel Ruß und CO2-Ausstoß und zu niedrig haben wir zu viel NOx quasi. So, jetzt ist man, Mitsubishi hat das schon gemacht, Quatsch, Mitsubishi oder Hyundai, Toyota glaube ich auch, die haben Magermix-Motoren entwickelt und haben nachher auch gesehen, nachher mit der Euro 2, Euro 3, Euro 2 wurde es noch nicht gemessen, aber Euro 4 ging das dann los, dass die NOx gemessen haben, Euro 3 glaube ich sogar auch schon. Ja, zwischen Euro 3 und Euro 4 ist nur der Unterschied,
Kaltlauf. Ich glaube, die NOx sind auch schon gemessen worden, dass die dann zu viel NOx ausgestoßen haben. Die sind hergegangen und haben quasi, ich will euch jetzt hier nochmal so ein bisschen die Lambda-Sonde aufzeichnen. So, wir machen jetzt hier nochmal die Sinuskurve, und zwar dieses ist die Sinuskurve bei Standgas, bei der normalen Spannungssprungsonde. Wenn man mit dem Fahrzeug fährt, wird das wesentlich schneller, die Regelung, 0 bis 1 Volt. Und bei Volllast, das ist dann quasi offene Regelkreis, das ist dann der sogenannte Open Loop, dann ging die Lambda-Sonde hier einfach nur hier oben so auf 800 bis 900 Millivolt ungefähr, da wurde nichts mehr geregelt. Ne? So, und dann hat Toyota und ich glaube Hyundai und ich weiß nicht, Mitsubishi, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster nehmen, ich weiß nicht so ganz genau, die sind, oh Gott, haben wir das denn überhaupt drauf? Ach du Scheiße. Wow. So, die sind Kamera richtig eingestellt. Die sind einfach hergegangen und haben den hier bei dem normalen Fahrzeug, bei Vollgas musste das sein. Und wenn man jetzt Lastwechsel hatte, musste man auch weiter regeln. Aber die sind bei dem normalen Fahrzeug, wenn der Fahrer jetzt irgendwie, sag ich mal, 100 Stundenkilometer gefahren ist, ist der dann einfach hergegangen und ist dann in den Magerbetrieb gegangen und hat den bei der Lambda-Sonde bei 0 Volt laufen lassen. Und das waren dann die sogenannten Magermix-Motoren damals. War ganz, eigentlich eine ganz einfache Geschichte, aber die haben es für ganz tolle Sachen verkauft. Und dann sind die halt mager gelaufen, haben zu viel NOx ausgestoßen, war auch dann nachher eine blöde Idee. Magermix-Motoren, ganz genau. Da bin ich stehen geblieben. Da haben wir uns dann damals gewundert, die Prince Force I1 hat den Lambda-Sonden-Überwachungsmodus noch gehabt, oder die Prince Force I2 auch, wir nutzen ihn aber nicht mehr, weil wir heutzutage eigentlich nur noch Breitband-Lambda-Sonden haben. Da haben wir die Kundenautos rausgegeben und der hat uns immer gesagt, da hat der Kunde uns angerufen und gesagt, hör mal, eine Gasanlage schaltet immer ab. Ne? Warum schaltet denn die ab? Die Prince Force I1 hat einen Lambda-Sonden-Überwachungsmodus gehabt und wollte eigentlich immer, dass innerhalb von 35 Sekunden die Lambda-Sonde einmal von 0 auf 1 Volt hochgeht. Und bei den Magermix-Motoren ist sie natürlich auf 0 Volt hochgegangen und hat die Gasanlage abgeschaltet, hat gesagt, Lambda too long lean, ne? Das war natürlich blöd. Ne? Ja, und so, das sind eben halt, wie gesagt, die Sachen, die ich in den Jahrzehnten angesammelt habe, die ich euch jetzt hier zeigen will. Und daher weiß man das immer, das auch alles, wie es funktioniert, weil wir sehr tief da reingeguckt haben, immer in diese ganze Geschichte. Ne? Ja, genau, das waren die Magermix-Motoren, man ist hier magerer, man hat hier versucht, das magerer zu machen. Über die Geschichte, aber auch noch, das ist auch noch ein MPI. Bei den Saugrohreinspritzern hatten wir das nachher versucht, wie gesagt, mit dem Schichtladebetrieb magerer zu werden. Das ist eigentlich meiner Meinung nach der effektiveste Grund damals gewesen, überhaupt einen Direkteinspritzer zu verwirklichen. Man hat wohl auch irgendwie gedacht, man kann den Wirkungsgrad von einem Dieselmotor und einem Benzinmotor damit verwirklichen, indem man so einen Schichtladebetrieb aufbaut, wie der Dieselmotor das hat. Aber so ganz hat das nicht funktioniert. Man hat hier nachher Mikroeinspritzungen gemacht, Schichtladebetriebe gemacht, ist dann magerer geworden und nachher ist man nachher wieder weggegangen und die ersten Direktanspritzer, so um 2001, die sind noch richtig, die hatten noch einen richtigen Schichtladebetrieb und auch mager und nachher sind die dann auch wieder stöchiometrisch geworden. Da hat man auch den Schichtladebetrieb rausgenommen und die ganz normal stöchiometrisch Lambda 1 eingespritzt, so was die Saugrohreinspritzer auch machen. Ne? Der Unterschied zwischen dem Saugrohr und Direktanspritzer sind vielleicht 2-3% maximal im Spritverbrauch. Ne? Ja, wie gesagt, das ist eben halt das Problem. Man kann bei den Direkteinspritzern nur in diesen Trakt einspritzen. Wie soll man das jetzt auch sonst machen? Du kannst da natürlich nicht wenn das Auslassventil offen ist, Kraftstoff einspritzen, bläst das raus. Du kannst wirklich nur in diesem kleinen Moment einspritzen. Das ist der große Nachteil oder auch Vorteil beim Direkteinspritzen. Das ist halt technisch anders, dass man das nur in der Aufwärtsbewegung des Kolbens direkt da einspritzen kann, wie der Diesel das zum Beispiel macht. Ne? Beim Diesel ist es ja genauso. Der Kolben kommt hoch, dann gibt es einen kleinen Vorschuss, der Kraftstoff entzündet sich, es ist nur ganz wenig Dieselkraftstoff im Brennraum drin, der entzündet sich durch die hohe Temperatur. Der Verbrennungsvorgang beginnt, sagen wir mal, die Explosion beginnt, der Kolben fängt an, die Abwärtsbewegung, und in dieser Abwärtsbewegung wird der Hauptkraftstoff eingeblasen. Deswegen hat ein Diesel auch so einen unglaublich hohen Drehmoment. Ne? Also ihr seht, ich bin jetzt auch kein Dieselfeind, ne? Da geht es nicht drum. Es geht darum, es genau sehr geil. Ich finde die Dieseltechnik geil, sie ist wirklich faszinierend und auch gut, dass wir sie hatten oder auch, dass wir sie haben, ne? Und auch hochinteressant, aber es ist nicht das Thema. Meiner Meinung nach im Pkw hat der Dieselmotor ausgedient, nicht mehr viel zu suchen, ist aber auch ein anderes Thema, wollen wir jetzt hier nicht näher drauf eingehen. Ne? Okay, flüssigen Kraftstoff, gasförmigen Kraftstoff. Ne? Warum? Diese ganzen Prozeduren hier, das ist immer das Problem, weil der Kraftstoff nicht gasförmig ist. Wir haben natürlich immer das Problem, dass wir einen Sauerstoff ist ein Gas und
Unser Kraftstoff ist flüssig. Und wir müssen das immer möglichst schnell miteinander vermischen, dass wir hier eine wundervolle Kohlenwasserstoffmoleküle und Sauerstoffvermischung haben. Das ist bei flüssigen Kraftstoffen schwierig. Warum gibt es denn überhaupt flüssige Kraftstoffe? Das ist ganz einfach zu erklären. Und zwar war es damals so, Otto hat den ersten Motor bei Deutz, glaube ich, sogar gebaut. Und das war ein stationärer Gasmotor. Der erste Viertaktmotor war ein stationärer Gasmotor. Die sollten in Fabriken die Transmissionsriemen antreiben, die damals die Dampfmaschine angetrieben hat, weil die Dampfmaschine ja so einen schlechten Wirkungsgrad hatte. Sondern dann kam Otto mit dem ersten Viertakt-Gasmotor, Stationärmotor für die Fabriken. Die haben dann die Dampfmaschinen haben die Pferde ersetzt und dann kam Otto mit dem ersten Motor und die wurden mit Erdgas angetrieben. Erdgas hatte man ja schon ewig. Man hatte sämtliche Straßenlaternen in den Städten und alles mit Gas betrieben. Erdgas war grundsätzlich vorhanden. Dann hat man diesen Motor aufgebaut. Da kann ich auch nochmal das Video nochmal einblenden. Ja, liebe Leute, zweiter Teil hier von meinem kleinen Rundgang im Deutz Technikum. Hier ist im Prinzip die ganze Motorengeschichte versammelt. Wir haben im ersten Teil euch den ersten Gasmotor von Nikolaus August Otto gezeigt, 1867. Aber der richtige Viertaktmotor, der richtige Otto-Motor, so wie man ihn heute eigentlich noch kennt, der wurde 1876 erbaut. Hier kommt noch reines Gas an. Ja. Und hier ist dann ein Gashebel, mit dem kann man tatsächlich Gas geben. Also man kann hiermit dann die Motordrehzahl auch tatsächlich einstellen. Das kannst du gleich mal machen, das macht einen Riesenspaß. Ja. Hier eben wird jetzt das Ventil aufgedrückt, so wie die Nocke das befiehlt. Es wird dann Gas in diesen Schieber gelassen. Es ist einfach ein Vorbehälter, wo man das Gas gesammelt hat. Und hier ist dann auch die Mischung mit der Luft erfolgt. Es muss genauso viel Gas wie auch Luft im Kraftstoff sein, dann läuft der Motor am besten. Das ist bei modernen Gasmotoren auch immer noch so. Lambda 1 heißt da das Zauberwort. Lambda-Sonde sehe ich jetzt hier noch nicht. Aber nee, genau. Also das hat auch jetzt noch nicht wirklich ein elektronisches Steuergerät. Und auch die Sensorik fehlt komplett. Wie kriegst du das denn jetzt gleich hin, dass du Lambda 1 regelst? Lange Erfahrung. Also du musst ein bisschen, ja, ich habe ja hier regeln, bis der zündet, oder was? Ich habe ja hier den Hauptgas, das ist der Hauptgashebel, den mache ich nicht ganz auf. Ja. Und den mache ich auch nicht ganz auf. Und dann höre ich so ein bisschen, was der Motor, ob der mal so Geräusche von sich gibt, so die richtigen. Ne? Also es geht dann jetzt auch echt nicht darum, zündet er da nicht so gut, sondern zündet er überhaupt? Ja, genau, zündet er überhaupt. So, und jetzt drehen. Hurra! Cool. Krass. Und das waren die ersten Gasmotoren. Dann wurden die Motoren natürlich auch immer kleiner und immer besser, auch schon langsam effizient und alles. Hier Bertha Benz ist dann mit ihrem ersten Auto durch die Gegend gefahren, mit diesem ganz kleinen Motor hinten drauf. Da musste natürlich zur Apotheke und musste Benzol tanken. Ne? Das war das Problem, weil natürlich das Gas nicht transportabel gewesen ist. LPG, Flüssiggas, was weiß ich, keine Ahnung, gab es noch nicht. War zu problematisch zu speichern, auch zu schwierig zu speichern. Damals vor weit über 100 Jahren. Und Erdgas konnte man natürlich keinen langen Schlauch mitschleppen. Das ist das Gleiche, als wenn man mit einem Elektroauto mit Verlängerungskabel fahren will. Geht natürlich nicht. Ne? Der Gasmotor war damals nur möglich für den Stationärbetrieb. Heute sieht es natürlich völlig anders aus, aber warum ist man denn dabei geblieben? Also die ganze Planwirtschaft, die ganze Entwicklung hat sich auf einen flüssigen Kraftstoff gestürzt. Ne? Ich glaube, Diesel hat auch den Dieselmotor, den Kompressionszündungsmotor ursprünglich dafür entwickelt, Kohlenstaub einzublasen. Da ging das noch gar nicht um Dieselkraftstoff. Deswegen ist es ja auch so schwierig, uns heute umzugewöhnen oder zu sagen, mit Gas zu fahren, ist eine Katastrophe. Ne? Das ist komplett idiotisch. Ich weiß nicht, wie das so kommt, dass das so gesagt wird. Man muss sich das doch einfach nur mal versinnbildlichen. Es ist doch ganz klar, dass sich ein gasförmiger Kraftstoff viel, viel besser mit einem Sauerstoff vermischt und dadurch ein homogenes Gemisch auch wundervoll bilden kann. Das ist eben halt der Vorteil. Wir haben diese Probleme nicht mit den Vergasen nicht, mit zwei Einspritzdüsen. Wir müssen nicht aus einem flüssigen Kraftstoff eine brennbare Oberfläche bzw. mit Hängmutwirkung irgendwie ein Gas erzeugen, um das mit Sauerstoff zu mischen. Wir haben ein gasförmig und das ist das Gute daran. Ne? Unser Flüssiggas macht das ja auch. Im Verdampfer wird es umgewandelt wieder in Gaskraftstoff und dann kommt das gasförmig in den Motorraum und man merkt ja auch, die Motoren laufen dadurch wesentlich
wesentlich sanfter auch. Ne? Das ist eben halt, die bilden halt ein wundervolles homogenes Gemisch. Ne? Warum ist es denn jetzt für uns so kompliziert, so einen Benzin-Direkteinspritzer umzurüsten? Ne? Das möchte ich euch jetzt auch schnell erklären. Muss ich wieder komplett hier alles hier wegmachen. Mit einem schwarzen Stift uns einen Zylinder aufmalen. Einer reicht. Och, diese Stifte, die sind auch wirklich... Das ist ja was. Ich mach's mit Rot. Ein Zylinder reicht. Den malen wir jetzt hier auf. Komplett. So. Kolben. Kurbelwelle. Ihr wisst ja Bescheid. So. Brennraum. Einlassventil. Auslassventil. Ganz blöd schematisch gezeichnet. Kanal. Einlasskanal. Auslasskanal. So. Einlass. Das ein bisschen weiter. Auslasskanal. Nockenwelle hier natürlich noch drüber und alles. Das ist jetzt im Prinzip aber egal. Ne? So, wir haben jetzt hier unsere Zündkerze. Zündkerze hinmalen. So, schöne Elektrode. Da kann malen der Nagel. Ne? So, und hier haben wir jetzt beim Direkteinspritzer unser Benzineinspritzventil. Und hier wird der Kraftstoff eingeblasen. Kolben ist auf dem Weg nach oben. Und hier wird quasi der Kraftstoff eingeblasen. So, bildet hier dann ein homogenes Gemisch. Jetzt kann ich entzünden, fertig, bla bla bla. Ihr wisst ja Bescheid. So, jetzt gehen wir her und machen es auf zwei Art und Weisen. Entweder die DLM, da machen wir einfach in das Rail flüssiges Gas rein. Es läuft alles wie gehabt, wie beim Benzin auch. Auch ein bisschen anders umprogrammiert über Steuergerät und fertig. Aber DLM ist jetzt auch definitiv nicht das Thema. Insgesamt, warum ist es so schwer, einen Direkteinspritzer auf Gas umzurüsten? So, wir haben hier, wie gesagt, nur unsere 6 Millisekunden Einspritzzeit. Ja? Und wie kriegen wir denn jetzt hier das Gas rein? Ne? Das ist ja alles im Prinzip gar nicht so einfach. Ne? Also gehen wir wieder hierher und machen hier wieder eine, setzen hier wieder eine Düse oder ein Ventil. Ganz, ganz wichtig, ein Einspritzventil. Und hier kommt das, hier mache ich mal eine Wolke von, da kann man das sehen. Das ist Benzin-Tröpfchenbildung, hier ist eine Wolke, ist reines Gas, um es besser zu sehen. Ne? So, hier haben wir die 6 Millisekunden Benzineinspritzzeit und wir gehen hier außen ins Saugrohr und machen aus dem Direkteinspritzer wieder einen Saugrohreinspritzer, weil wir das überhaupt hier gar nicht brauchen. Wir haben ein wundervolles homogenes Gemisch. Wir können wieder außen ins Saugrohr gehen. Aber wir haben hier, ihr dürft es nicht vergessen, 1 Millisekunde bis 6 Millisekunden und die Gasdüse, sagen wir mal 3 Millisekunden bis, ich mache hier wieder 18 Millisekunden. Ne? Das ist die Gasdüse, Ventil und das ist hier Benzin. So, wenig richtig gemacht, das ist die Benzindüse. Ne? 3 bis 8 Millisekunden, 1 bis 6 Millisekunden. Die ganzen Gasanlagen laufen hier ein Master Slave. Das bedeutet also, wir nehmen als Gasumrüster ja grundsätzlich immer die komplette Herstellerpräferie, Einspritzpräferie, die komplette Architektur vom Hersteller benutzen wir ja, um das Fahrzeug auf LPG Flüssiggas umzurüsten. Bei jedem Auto ist das, bei jedem modernen Auto, ab der Digifant, ab der Simultaneinspritzung. Damals bei den Vergaserfahrzeugen und bei den KI-Fahrzeugen haben wir eine Venturi-Anlage benutzt. Da kann ich aber auch nochmal ein extra Video für machen, wenn ihr das wollt, schreibt es unten drunter. Und seit den Digifant-Anlagen, also bei jedem Auto, was ein elektrisches Benzineinspritzventil pro Zylinder hat, nehmen wir sequentielle Einspritzanlagen oder die werden dann automatisch nicht sequenziell, wenn es eine Digifant, eine Simultananlage ist, um den auf Gas umzurüsten. Das ist immer Master Slave, also das Benzinsteuergerät ist grundsätzlich immer, regelt alles. Wir nehmen vom Hersteller das Benzinsteuergerät für die Einspritzung, um das Timing der Einspritzung zu erreichen, Lambda-Sonde, Luftmassenmessung oder MAP-Delta-P-Sensor, alles komplett, also die komplette Peripherie vom Benzin bleibt erhalten und wir benutzen das nur für Gas, um den Motor umzurüsten. Das machen wir natürlich beim Direkteinspritzer auch. Nur haben wir jetzt hier 1 bis 6 Millisekunden und, oh Gott, ich habe es nicht im Kopf, keine Ahnung, mit wie viel die angehen. Ich glaube 150 Volt oder so, sowas sind das, ne?
150 Volt. So, und hier haben wir jetzt hier 3 bis 8 Millisekunden auf 12 Volt natürlich, ne? Nur 12 Volt Düse, ne? So, wie funktioniert denn das jetzt? Wie kriegen wir denn das jetzt hier hin, dass wir das Master-Slave kriegen? Und das ist genau das große Problem. Bei einem normalen Saugrohreinspritzer habe ich die Einspritzzeiten ungefähr gleich. Ich passe die im Steuergerät nur ungefähr an. Ich habe keine Ahnung, ich sag mal so 30 Parameter ungefähr. Beim Direkteinspritzer sind das weit über 200 Parameter. Ich muss quasi hergehen, beziehungsweise nicht ich, sondern die Firma Prinz oder ein anderer Hersteller, der Anlagen dafür macht. Momentan ist es ja der Prinz. Und ich muss jetzt diese ganzen Daten nehmen. Ich muss nehmen die Einspritzzeiten, 1 bis 6 Millisekunden. Ich muss jetzt nehmen den LD-Laderdruck. Ich muss nehmen den Benzindruck. Das ist ja hier Benzindruck, ihr wisst es ja, 50 bis 150 Bar. Muss ich alles umrechnen auf diese Werte. Benzindruck, Laderdruck, Benzindruck. Was fällt denn da noch mit ein? Alles Mögliche. Also sämtliche Daten, die für die Einspritzung, für die Direkteinspritzung gemacht sind. Und auch das Kennfeld extra ausgerechnet. Das läuft alles hier in den Trichter zusammen, damit hier unten die 3 bis 18 Millisekunden bei rauskommen. Ne? So, das einzige Problem, was wir haben, ist, dass die Direkteinspritzer so eine große Nockenwellenüberschneidung haben und wir dadurch theoretisch, wenn wir, die sind die Nockenwellencharakteristik. EEPROM ist alles egal. Das kriegen wir alles hin, indem wir die ganzen Werte für die Benzineinspritzung hier, wenn wir die hier reinlaufen lassen, damit wir auf die Werte der Gaseinspritzung kommen und quasi unsere Düsen von 3 bis 18 Millisekunden antakten können. Ne? Das ist alles in Ordnung, aber mechanisch hat der Direkteinspritzer eine relativ breite, relativ breite Nockenwellenüberschneidung. Und damit haben wir, wenn wir hier 3 bis 18 Millisekunden reingehen, hätte der Kunde etwas Leistungsverlust, aber wirklich nur minimal. Ich sage jetzt mal so 5% oder so. Beim normalen Gasumrüstung hast du so 2-3%. Wenn wir den Direkteinspritzer als Saugrohreinspritzer auf Gas umrüsten, dann haben wir so ungefähr 5% Leistungsverlust. Und da hat Prinz sich dann einen ganz, ganz interessanten Trick einfallen lassen. Ne? Und zwar sind die hergegangen und haben den Laderdruck genommen. Wir nehmen hier den, hier ist ein Ladedrucksensor. So, machen wir mal LDS, der Ladedrucksensor. Der sagt jetzt hier, der hat zwei Kabel dran. Da muss ich hier wieder ein ECU hinmalen. ECU, so, der hat zwei Kabel dran. So, und der sagt jetzt hier, keine Ahnung, hier mache ich nochmal ein Gas-ECU hin. So, das ist das Benzin-ECU, hier ist das Gas-ECU. Dann trennen wir den hier durch. Das mache ich hier mal so ein bisschen weg. Und dann gehen wir nochmal hier ins Gassteuergerät rein. Genau. So, und jetzt sagen wir mal, so ein Motor hat, keine Ahnung, sagen wir mal 0,6 Bar Ladedruck. Dann sagt quasi, dann geht der Ladedruck, den das Fahrzeug hat, hier ins Gassteuergerät rein, 0,6 Bar Ladedruck. Und das Gassteuergerät sagt dem Benzinsteuergerät, nee, es sind nur 0,58 Bar Ladedruck. Ne? Und damit erhöht dann quasi das ECU den Ladedruck ein bisschen. Ne? Und damit gleichen wir unseren Leistungsverlust da ein bisschen aus. Ne? Also da haben Holger und Jürgen so ein bisschen recht. Es ist zwar nicht der Luftmassenmesser, der durchgeschliffen wird, aber es ist der Ladedrucksensor. Der wird simuliert und dann wird eben halt ein anderer Wert gesagt. Und somit haben wir exakt genau das Richtige, dass wir den Direkteinspritzmotor wundervoll auf Gas laufen lassen können. Wir haben hier keine, ich muss den schwarzen Stift mal wieder nehmen, hier ganz, ganz viel Rußkohle, alles schwarze, dick gefette Rußkohle plocken hier durch diesen blöden Direkteinspritzer, was den Motor nach 80.000 Kilometer zum Sterben bringt. Ne? Wir gehen hier gasförmig rein und hier ist alles richtig schön blank, stöchiometrisch, exakt genauso. Wir wissen nicht, warum die an den Direkteinspritzer so festhängen. Das sind 2-3%. Vielleicht kann man mit viel Tricks aus der Saugrohreinspritzung auch noch ein bisschen was rausholen. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ne? Ja, warum können wir denn beim nicht einfach hergehen und sagen, wir nehmen das jetzt irgendwie hier und spritzen hier auch 1 bis 6 Millisekunden ein. Ne? Das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Das muss ich euch aber auch ganz genau erklären. Und zwar... Achso, jetzt zu diesem Trichter. Wie gesagt, die 30 Parameter
Schon wieder vergessen. Ich übe noch ein bisschen. Ne? Zu diesem Trichter ist die 30 Parameter, bei der Saugrohreinspritzung kann ich selber programmieren, ist nicht schlimm, das ist ganz einfach, das abzuprogrammieren. Aber diese ganzen Kennfelder mit Ladedruck-Kennfeld, mit Benzindruck-Kennfeld, mit Voltzahldefinierung, oder dass das alles geändert wird, was für eine Benzindüsen-Emulation brauchen wir, die Benzindüsen ja abschalten, alles. Das sind ganz, ganz viele Kennfelder, ganz, ganz, ganz viele Kennfelder, die hat die Firma Prinz extra Motorbuchstaben spezifisch auf den Leistungsprüfstand gefahren und entwickelt und fix und fertig gemacht. Hier ein CAVD-Motor oder CDAA-Motor oder sonst irgendwas. Und deswegen sind diese Direktanspritz-Motorkit auch alle fix und fertig programmiert, sogenannte Dedicated-Motorkits sind. Das sind speziell für den Motorkennbuchstaben gemacht. Das ist die Begründung, warum eine Universal Anlage in einen Saugrohreinspritzer kommt und es auch relativ günstig ist, weil ich die eben schnell nur einstelle und das passt ganz genau, wundervoll. Beim Direktanspritzer liegen ganz, ganz viele Parameter, ganz, ganz viele Kennfelder dahinter und das muss eben, wie gesagt, beim Hersteller Prinz auf den Leistungsprüfstellen müssen die alle gefahren werden. Das sind wirklich unglaublich viele. Ich will auch nicht zu viel darauf eingehen. Ich weiß die fast alle, aber es wäre zu kompliziert, das würde den Rahmen sprengen. Das Video wird jetzt eh schon sehr, sehr lang. Ne? Okay, warum können wir denn nicht einfach die 1,6 Millisekunden nehmen, das will ich euch erklären. So. Ein flüssiges Einspritzventil. Ein flüssiges Einspritzventil hat hier eine ganz, ganz kleine Düse. Eine ganz, ganz kleine Nadel. Die kann man auch wirklich mit 1 bis 6 Millisekunden antasten. Das ist kein Problem. Problem ist, hat sich wieder weggedreht, Problem ist, Gas braucht viel, viel mehr Raum. Gas hat das Volumen vom gasförmigen Flüssiggas verzweihundertfacht sich unter Atmosphärendruck. Das heißt also, hier habe ich keine Nadel, sondern ich habe hier so eine Gaseinspritzventil und hier ist ein Hier ist der Schlauch dann quasi drauf, ne? Hier kommt eine Schelle dran. So, und hier habe ich einen richtigen Kolben drin. Hier ist ein, so, was weiß ich hier, Plus, Minus, ne? So, und hier ist eine Spule. Und die muss diesen Hub erzeugen. Fällt durch eine Federkraft alleine runter, aber diesen Hub erzeugen, um das Gas quasi unten reinzuleiten. Die muss quasi öffnen. Ne? Und dieser Kolben ist natürlich viel, viel größer und viel, viel schwerer als so eine kleine Benzindüsennadel. So, und jetzt ist es abhängig von der Leistung des Injektors. Ich hatte, das ist ein ganz, ganz altes Video, ist irgendwie 2 Jahre alt schon. Da hatte ich es erklärt gehabt, von wegen den verschiedenen Stromaufnahmen und die verschiedenen Leistungen der Injektoren. Ne? Wenn ich jetzt eine 1-ohmige Düse habe, dann kann ich die im Standgas laufen lassen. Prinz gibt die an mit 2,2 Millisekunden Mindestansprechzeit. Mindestansprechzeit kann jeder lesen, ne? Ja, klar, kann jeder lesen. 2,2 Millisekunden Mindestansprechzeit habe ich eine 3-ohmige Düse, wo das jetzt die günstigsten Injektoren sind. Dann muss ich die schon mit ungefähr 5 Millisekunden laufen lassen. Weil habe ich hier den Magneten relativ schwach, keine besonders hohe Stromaufnahme, dann spreche ich die mit 2,2 Millisekunden an. Der Kolben, der rührt sich überhaupt nicht, der macht hier die Aufwärtsbewegung nicht. Habe ich eine Düse, die einohmig ist, die hat eine viel, viel höhere Stromaufnahme und dann arbeitet der schon bei 2,2 Millisekunden. Also deswegen ist das auch so wichtig, dass man eine Gasanlage hat mit einem guten Injektor, der eine gute Leistung erzeugt. Ne? Da fällt mir noch eine Anekdote ein, was ich jetzt sage, ist ganz, ganz wichtig. Und das ist ja, das muss ich ja jetzt auch nochmal ganz wichtig sagen. Und zwar, ihr dürft das jetzt nicht sehen, die Standgas, sagen wir mal 3 Millisekunden, das ist die Mindestansprechzeit des Injektors. Und Vollgas ist
Drehzahl. Oh, ab. Ich bin kein Lehrer, abhängig. Also, das ist die maximale Düsenöffnungszeit, weil die Motorumdrehung rum ist. Und das ist die Mindestansprechzeit des Injektors. Und das ist das Wichtigste. Physikalisch gesehen, im Standgas darf der Injektor nicht unter der Mindestansprechzeit betrieben werden, die der Hersteller für den Injektor angibt. Und bei Vollgas ist es physikalisch, weil die Motorumdrehung rum ist, bleibt die Düse einfach offen stehen. Und wenn die Düse offen stehen bleibt, dann kann das auch sein, man kann auch über die Düsenauslastung 100% programmieren, aber dann kommt dann irgendwann der Magerlauf, weil kein Kraftstoff hinterherkommt. Also er macht ja den Kraftstoffdruck nicht höher. Und das ist eben halt das Problem, warum man die Düsenauslastung möglichst unter 100% lässt. Ne? Jetzt hatte ich mal ein Gespräch mit einem Diplom-Ingenieur von einem Gasanlagenimporteur. Die haben diese Matrix-Injektoren verbaut. Und der erzählte mir, wie toll sein Matrix-Injektor ist, dass der eine Millisekunde im Standgas kann. Ne? Ja, kann der auch, weil er keinen Kolben hat, sondern das ist nur so ein viereckiger Block und der hat hier nur hier Gaseingang und hier Gasausgang und hier liegen nur so 1, 2, 3, 4 so Metallwippen drin irgendwie. Hier unten mit so einem Gummi dran. So. Und der hier, diese Wippe hier, ne, das ist eine Millisekunde. Der kann sogar eine Millisekunde, da war er ganz stolz drauf. Ne? Ja, das ist natürlich auch sehr, sehr schön, ne? Wenn man mit einer relativ niedrigen Stromaufnahme, sagen wir mal so 3 oder 4 oder 5 Ohm, schon eine Millisekunde ansteuern kann, weil man nur so eine Wippe hat. Ne? Problem ist, diese Wippe hier war eine Katastrophe, weil sich hier die ganz doll eingearbeitet haben. Aber jetzt kommt der Clou. Der sagte zu mir, ich kann mit meinem Matrix-Injektor eine Millisekunde ansteuern und der schafft sogar 40 Millisekunden. Dann weiß ich wieder ganz genau, mein Gott, Junge, du hast doch wirklich nicht aufgepasst. Wie bist du denn Diplom-Ingenieur geworden oder wo drin hast du denn den gemacht? Wenn du meinst, dass die maximale Düsenöffnungszeit vom Injektor, von der Leistung des Injektors abhängt und nicht von der Motorumdrehung. Ne? Also, und das ist ein Ingenieur, ein Schulungsleiter von einem Gasimporteur. Und da fällt mir wirklich nichts mehr zu ein. Ne? Die Düse, die kann ja auch 100 Millisekunden offen stehen. Ne? Die bleibt einfach offen. Ob das jetzt bei 6000 Umdrehungen 24 Millisekunden sind oder bei 6000 Umdrehungen, ob der 100 Millisekunden anzeigt. Das ist ja völlig egal. Ist ja ganz stolz, dass sein Injektor das anzeigt. Ne? Düse ist offen, bleibt offen, Motorumdrehung ist rum. Ne? Zeitmaschine kann man nicht bauen. Ne? Oh Gott, das war jetzt aber doch dann ein bisschen schwere Kost. Ich hoffe, ich habe nicht so viel durcheinander gehabt. Ich übe, wie gesagt, immer noch bei jedem Video versuche ich besser zu werden. Ne? Ja, alles klar. Dann wünsche ich euch erstmal eine wunderschöne Vorend-Weihnachtszeit. Noch bald ist ja Weihnachten und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich habe noch ganz viel zu erzählen für euch. Tschüss.